Meine Freundin Maria hat mir diese alte Jeans von ihr gegeben, damit ich ihr ein Korsett daraus nähen kann. Dafür haben wir sie im letzten Teil schon komplett mit Kreppband eingewickelt und dann das Korsett einmal auf dieses Kreppband skizziert. So konnten wir dann ein maßgeschneidertes Schnittmuster für sie erstellen. Heute habe ich dann Marias Jeans zerstört, um dann das Schnittmuster auf der Jeans zu übertragen. Das war übrigens gar nicht so leicht, weil man braucht hier jedes Teil zweimal und so groß ist die Jeans gar nicht. Irgendwie habe ich es dann aber geschafft, jedes Teil auf die Jeans drauf zu quetschen. Das habe ich dann alles einmal ordentlich ausgeschnitten und so hatte ich dann am Ende wirklich jedes Stück zweimal. Jetzt konnte man dann die passenden Teile zusammenstecken und dann zusammennähen. Das Zusammennähen war überhaupt kein Problem, aber ich habe mir nur vorgestellt, dass innen so ein Extrastoff drin ist, dass die Kanten voll schön versäubert sind und dass der Verschluss auch nice ist. Und da brauche ich auf jeden Fall noch Hilfe von Marias Mom, sie ist nämlich Profi im Schneidern. Ich war dann schon happy, als ich beide Hälften zusammennähen konnte und so sieht das Korsett momentan an Maria aus.